Ist ideal von hier aus. Ja, Glück gehabt. Mit was schießt man? Gewehr, Automatik, Zielfernrohr. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der uns sagt, wer das war. Wer macht sowas? Dann müssen Sie mir schon helfen. Ich? Ihnen helfen? Wie soll ich Ihnen helfen? Ich komme rein, bin vielleicht 5 Minuten hier drin, dann knallt es. Erst springt die Scheibe. Ich schmeiß mich lang hin, es knallt weiter. Was ist passiert? Peter, bist du verletzt? Jemand wollte mich vom Leben zum Tod befördern. Das ist meine Frau. Wie du siehst, bin ich dir erhalten geblieben. Ist nichts passiert. Alles dran. Wer macht sowas Wahnsinniges? Das hat mich Herr Chris auch schon gefragt. Ich bin übrigens die Ehefrau von dem Menschen mit diesem merkwürdigen Humor. Kommissar Chris von der Mordkommission. Manchmal weiß man es ja, wenn man Feinde hat. Ach, macht es Ihnen was aus, uns einen Moment allein zu lassen? Nein. Machen Sie Ihren Nachtdienst weiter. Was dachten Sie denn? Frau Basil, wer hat Sie angerufen? Frau Schramm, die Oberschwester. Es sind schon wieder viel zu viele Leute im Raum. Ja, gleich. Wir gehen schon. Ja, danke. Die Leute draußen haben zwar die Schüsse gehört, aber... Jemand hat eine Frau weglaufen sehen. Und? Kann er sie beschreiben? Nein, sie war zu weit weg. Stellen Sie sich mal vor, Oberschwester Wilmer. Einen Schritt weiter, ja? Und näher an der Tür. Ich hätte... Ja, ich erzähle gerade Oberschwester Wilmer, dass wenn ich einen Schritt weiter gewesen wäre und näher an der Tür, ich wäre tot gewesen. Machen Sie Schluss für heute Nacht, Ursula. Gehen Sie nach Hause, rufen Sie mich an morgen früh. Oder brauchen Sie sie noch? Nein, danke. Nicht mehr. Nehmen Sie das wie ein Geburtstag, dann ist es einfacher. Gehen Sie bitte wieder an Ihre Arbeit, ja? Wenn irgendwas ist, dann wenden Sie sich erst mal an Dr. Gregori. Werner. Erste habe ich noch nicht mitgezählt. Das Geschoss liegt da unten. Also 5. Schwester, können wir irgendwo alleine mit Ihnen sprechen? Ja, hier bitte. Wer ist denn in dem anderen Raum? Da hält sich im Nachtdienst Dr. Gregori auf. Ich wusste doch, dass da was war mit diesem Parker. Ich wundere mich die ganze Zeit schon, dass Sie das nicht wissen. Der Prozess gegen Dr. Basil. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe das auch gelesen. Du warst im Urlaub, Leo. Wir hätten das wissen müssen. Ein Prozess gegen Dr. Basil wegen eines angeblichen Kunstfehlers. Ein Säugling war gestorben. Ach so, damals war Dr. Basil ja noch auf der anderen Station. Deine Zeit lang, da sah es gar nicht gut aus für den Herrn Dr. Basil. Aber dann ist er freigesprochen worden. Warum erzählen Sie mir das? Weil Sie mich doch sowieso gefragt hätten, ob Dr. Basil Feinde hat. Oder? Hätten Sie das nicht? Doch. Wir müssen los, Schwester. Der Kreis wird dann weitermachen. Wir sehen uns dann noch im Büro. Erzählen Sie mir was über Dr. Basil. Ach Gott, da gibt es nicht viel zu erzählen. Guter Arzt. Ehrgeizig, pflichtbewusst. Wirkt auf die Schwestern arrogant. Trotzdem himmeln sie ihn an. Ach ja, und reich ist er. Also genau genommen nicht er, seine Frau ist reich. Ich meine wirklich reich. Sie ist eine Geborene von Schwarzensee, falls sie das was sagt. Und sonst? Nein, sonst ist nichts. Wunderbar, Kollege. Ich bedanke mich, ja? Ende. Martin Parker, Schleserweg 61. Überlegst du auch, was wir eigentlich bei dem Parker sollen? Na gut, der hat damals prozessiert gegen Basil, aber... In der Reportage über den Prozess steht, dass er bei der Urteilsverkündung einen Tobsuchtsanfall gekriegt hat. Ich kenne das Mädchen. Die Schwester, die es bei einer erwischt hat, im Krankenhaus im Flur. Die habe ich öfter beim Squashen gesehen. Ja, kommen Sie rein. Oh, ich dachte, ich finde Dr. Basil hier. Nein, der ist nicht hier. Chris. Gregori.
Waren Sie während des Anschlags hier im Raum? Ja, das war ich. Wieso erfahre ich davon erst jetzt? Das müssen Sie mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Bei mir unten wird renoviert. Ich bin hier oben nur zu Gast. Was haben Sie denn gemacht bei den Schuss? Mich lang hingeworfen und unter das Bett gerollt. Es hätte ja auch mir gelten können. Wer sollte es denn dann gewesen sein? Haben Sie das Dr. Basile auch gefragt? Ja, habe ich. Und was hat er gesagt? Er weiß es nicht. Warum fragen Sie mich das? Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Professor Krause möchte, dass Sie den Nachtdienst für Dr. Basile mit übernehmen. Ist gut, ich mache es. Dr. Basile soll nach Hause fahren. Moment bitte. Waren Sie nach den Schüssen bei Dr. Basile? Ja, kurz. Sie mögen ihn nicht. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Zwischen uns stimmt die Chemie nicht. Und sonst gibt's keinen Grund? Nehmen Sie eine Primitivformel. Es gibt Menschen, die können sich einfach nicht riechen. Das gibt es in Ihrem Beruf doch sicher nicht. Das ist der Kress von der Mordkommission. Das klingt ja grauenvoll. Es ist noch niemand zu Schaden gekommen, Gott sei Dank. Krause. Herr Professor, wir sind ziemlich sicher, dass es keine Platzpatronen waren. Warum haben Sie mir das nicht gesagt mit dem Prozess gegen Sie? Ach, jetzt hören Sie doch mit diesen alten Geschichten auf. Ist ja furchtbar. So alt ist die nicht. Also warum? Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass wir diese Leute so ohne weiteres verdächtigen. Herr Dr. Basile, Dr. Gregori besteht darauf, dass Sie bei dem Neuzugang auf 217 hinzugezogen werden. Sie entschuldigen mich, Willis. Bitte, bitte. Wollen wir noch in mein Büro gehen? Ich habe leider keine Zeit, ich muss ins Präsidium. Frau Basile, ich würde Sie morgen gerne zu Hause aufsuchen, geht das? Bitte? Gut, auf Wiedersehen. Matt. Die beiden sind von der Polizei. Na, das kann man sehen. Ah ja? Um was geht es denn? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also machen wir es kurz, Freunde. Vor 2 Stunden ist im Krankenhaus auf Dr. Basile geschossen worden. Am liebsten würde ich Ihnen Prügel anbieten für sowas. Einfach so kommen die zu dir, was? An dem Laden wird sich doch nie was ändern. Sei ruhig. Sie waren bei der Polizei. Ja. Wie hätten Sie sich denn verhalten? Wenn es Ihr Kind gewesen wäre, das tot ist. Damals beim Urteil. Ich kann für mich selber reden, ja. Entschuldigen Sie. Also, wie lange sind Sie hier schon zusammen? Seit 19.30 Uhr. Ich bin erst um 20 Uhr gekommen. Geben Sie uns Ihre Namen und Adressen. Das war's dann. Wir melden uns nochmal wegen der Protokolle. Was machen Sie beruflich? Ich bin im Personenschutz tätig. Hier sind die Adressen. Ihre Frau schläft schon? Meine Frau hat sich vor einem halben Jahr das Leben genommen. 4 Wochen nach dem Prozess gegen Dr. Basile. Es tut uns ja leid. Wir... Ist Dr. Basile etwas passiert? Ja, bitte. Herr Dr. Basile? Am Apparat. Ja, Chris hier. Ihre Frau hat Ihnen gesagt, dass wir morgen zu Ihnen kommen? Nein, hat sie nicht. Und, was passiert dann? Ich habe vorhin was vergessen. Ich muss Ihnen Polizeischutz anbieten. Was heißt muss? Auf Sie ist ein Anschlag verübt worden, dann muss ich Sie fragen, ob Sie Polizeischutz haben wollen, das ist Vorschrift. Wissen Sie was, Herr Kress? Ich mache einen Vorschlag. Finden Sie den Idioten, der auf mich geschossen hat. Bis morgen. Siehst du, so ein Held bist du gar nicht. Seltsam.
Kress bietet mir Polizeischutz an. Ihr Name ist Rotkehlchen, ihr Spitzname. Richtig heißt sie Ursula Baum. Er ist Krankenschwester vom Beruf. Sie spielt immer morgens, ganz früh. Und bezahlt alle 4 Wochen mit einem Scheck, der nicht ihrer ist. Sie hat einen Freund. Soll sie haben. Hast du ihn schon mal gesehen? Nein. Na, keinen Saft heute, Henry? Ein armer Beamter wie ich kann sich keinen Saft leisten, Bruder. So siehst du aus. Ach Gott, ich hab doch nicht gewusst, dass der Mann Polizist ist. Ich weiß doch ganz genau, dass du diesem Typen da auch nachsteigst. Hältst du mich eigentlich für blöd? Wir kommen noch zu spät. Dann weiß Gott andere Sorgen als deine Scheiß-Eifersucht. Ach, dann habe ich mir das alles nur ausgedacht, was? Weißt du was? Du brauchst eine Therapie, geh in Behandlung. Dann habe ich ja nicht weit. Und wen würdest du mir empfehlen? Na, deinen Dr. Basil natürlich. Ja? Guten Morgen, Leo. Ach, morgen. Für Automatikgewehren Kaliber 3006 und 308 Winchester gibt es ein paar gängige Marken. Mhm. Winchester, Remington, Browning, Heckler & Koch. Bei uns sind allerdings nur 3-schüssige Magazine erlaubt. Aber ein 5-schüssiges kann man sich selbstverständlich besorgen. Ah, interessant. Ja, finde ich auch. Übrigens, du möchtest bitte hier warten. Nachricht von Henry und von Gerd auch. Gut. Warum macht einer wie dieser Basil so riskante Geschäfte? Weil er reich werden will. So wie seine Frau. Sie muss ihn unheimlich kurz halten. Den zerfrisst einfach der Ehrgeiz. Wie hoch schätzt du seine Verschuldung? Ungefähr 1 Million. Aber das Schlimme ist bei wem? Alles Gangster. Wieso kennst du diesen Basil eigentlich so genau? Weil ich mit denselben Leuten zu tun habe wie er, Herr Kriminalrat. Bitte, lass mich das übernehmen. Thomas, bitte, du hast mir zu viel geholfen. Ich kann dich von der Steuer absetzen. Vielen Dank für die Einladung. Okay. Wir sehen uns. Aber du, nicht erst wieder in 4 Jahren, ja? Kennt ihr eigentlich die 3 gängigen Marken für Gewehre mit Automatik? 4. Wo sind die Patronenhülsen geblieben, Werner? Automatische Gewehre werfen die Hülsen aus. An jeden Auswurf kannst du dir eine Auffangvorrichtung bauen. Bastel ich dir in 2 Stunden. Vielleicht wollten sie ihn gar nicht töten. Vielleicht wollten sie ihn nur auffordern, seine Schulden zu bezahlen. Bei 1 Million? Möglich. War das jetzt ein Hinweis auf eine Spur? Nein. Denke nur laut. Wir wissen zu wenig über Basil. Vielleicht hat er jemand was weggenommen, die Frau zum Beispiel. Das guckt er mich so an. Ist doch nichts Neues, passiert immer wieder. Und der, dem er sie weggenommen hat, der hat dann auf ihn geschossen. Oder schießen lassen, ist auch nichts Neues. Wunderbar, dann können wir es uns ja aussuchen. Freust du dich, was? Gut, ich fahre jetzt zu Dr. Basil. Und wir? Ihr solltet euch noch mal im Krankenhaus umsehen, nicht? Ach, weiß jemand, ob Dr. Gregory verheiratet ist? Nein. Werner, ausnahmsweise. Wenn du ein bisschen Zeit übrig hast, besorg uns doch mal ein paar Informationen über Dr. Gregory, ja? Ich liebe dich. Willst du nicht dann nicht mal die Schlüssel zu meiner Wohnung kennzeichnen? Ist doch egal. Es war leichtsinnig, hierher zu kommen. Ich kann nicht so denken. Aber die Polizei denkt so. Könntest du auf ihn schießen? Bist du verrückt geworden? Möchtest du was trinken? Ich? Nein, danke. Ich meine keinen Alkohol. Cappuccino vielleicht? Ja, gern. Maria, machen Sie uns bitte 2 Cappuccino. Wollen Sie sich nicht setzen? Lassen Sie mich noch ein bisschen stehen. Wie haben Sie eigentlich Ihre Frau kennengelernt? Auf der Jagd. Sie ist eine sehr gute Jägerin. Wieso fragen Sie? Ich sehe gar keine Jagdtrophäen. Die sind bei uns im Jagdhaus. Ihre Waffen auch? Nein, die sind hier. Es wäre zu gefährlich, sie draußen zu lassen. Hm. Ihre Beziehung zu Dr. Gregory ist nicht so besonders, oder? Wie kommen Sie denn darauf? War doch mein Eindruck. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Gibt's da einen Grund? Nein. Das hat Dr. Gregory auch gesagt. Das beruhigt mich. Haben Sie die Sache mit Parker verfolgt? Ich meine den, der mir den Prozess angehängt hat. Ja. Sie wollten was sagen? Ich mache das mal ganz direkt, Herr Dr. Basil. Haben Sie eine Freundin?
Wissen Sie was, Herr Kress? Ich betrachte einfach die Frage als nicht gestellt. Ich will wissen, wer auf Sie geschossen hat letzte Nacht. Ich habe weder eine Geliebte noch sonst was. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass zur selben Zeit meine Kollegen in der Klinik danach fragen. Verlassen Sie bitte mein Haus, Herr Kress. Maria, verschwinden Sie. Was? Sie sollen verschwinden, habe ich gesagt. Was kann sie denn dafür? Weiß Ihre Frau eigentlich von Ihren enormen Schulden? Vielleicht habe ich den Anschlag auf mich ja selber bestellt. Kann es sein, dass Sie sich vor uns verstecken? Warum sollte ich? Ja, warum sollten Sie? Wo finden wir die Oberschwester? Wer sitzt draußen im Wagen? Na und? Ich habe ihn gesehen. Wo warst du? In der Stadt. Wo du warst, habe ich gefragt. Ich möchte sowieso mit dir reden. Wo bist du gewesen? Das weißt du doch ganz genau. Die ganze Zeit weißt du es schon. Tu doch nicht so. Ich möchte die Scheidung. Dazu würde ich dir nicht raten. Ach, du willst mir drohen. Ich glaube, das hat wenig Sinn. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du musst mich nicht auf dieselbe Stufe stellen mit deinen kleinen Schwestern da in der Klinik. Du warst nicht sehr erfinderisch im Vertuschen deiner Amouren. Ich möchte mich scheiden lassen. Das mit den Schwestern, das stecke ich mal so weg, ja? Du wirst mich brauchen. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Meine Hilfe wirst du brauchen. Du wirst in Schwierigkeiten kommen. Du und dein Gregory. Er wegen versuchten Mordes und du wegen Beihilfe. Kress war deswegen hier. Es läuft von ganz alleine so. Das wirst du sehen. Aber Gregory war im Nebenraum. Was heißt das schon? Man kann sich jemanden kaufen zum Töten. Ich würde das lassen. Oder möchtest du, dass ich aussage, du hättest versucht, Gregory zu warnen? Frau Schamm, wir sind noch nicht fertig. Ich habe für mich beschlossen, dass ich fertig bin. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Anschlag auf Dr. Basile eine Eifersuchtssache ist? Als ob es darauf ankäme, was ich mir vorstellen kann. Was hier passiert, passiert in jedem anderen Betrieb auch. Zwischen Chefs und Angestellten. Nur mit dem Unterschied, dass in diesem Fall ein Mordanschlag dranhängt. Und jetzt erwarten Sie von mir eine Liste, wer mit wem? Sie müssen uns keine Namen nennen. Wissen Sie was? Sie gehen jetzt raus und das erste schwarze Schäfchen, das Ihnen über den Weg läuft, schicken Sie uns einfach rein. Sie wollen doch nicht, dass wir alle auf der Station zu diesem Sachverhalt vernehmen, Frau Oberschwester. Das müssten wir nämlich sonst tun. Verstehe. Aha, wie immer. Herr Wimmer und Herr Scholz. Also, meine Herren, nun mal. Hopp, hopp ins Bettchen, ja? Schwester Ursula? Wollen Sie nicht von alleine zu den beiden Polizisten da draußen gehen? Die warten in meinem Zimmer. Nein, warum sollte ich? An Ihrer Stelle würde ich gehen. Darf ich was anbieten? Danke. Danke ja oder danke nein? Nein. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Haben Sie heute wieder Nachtdienst? Ja, ja, das habe ich. Habst du den Eindruck, als hätten Sie auf mich gewartet? Warum sollte ich auf Sie gewartet haben? Nein. Ich weiß nicht. Warum bin ich schon wieder misstrauisch gegen Sie? Das ist das Salz hier in Ihrem Beruf. Untersuche einen Mordversuch. Ausgeführt mit 5 Schüssen. Ich werde Ihnen helfen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Na wunderbar.
Als Sie sich gestern Abend bei den Schüssen auf den Boden geworfen haben, hatten Sie durchaus den Eindruck, der Anschlag könnte Ihnen gelten, richtig? Ja oder nein, Herr Dr. Gregory? Nun ja, einen Moment lang habe ich das auch gedacht, ja. Wer hätte es denn sein können? Und warum? Ich habe Sie das gestern schon gefragt. Sie wollen doch nicht, dass ich irgendjemand belaste. Das würde ich auf keinen Fall tun. Was ist das nun? Dumm, fair oder klug? Sagen Sie mir genau, was Sie von mir wollen. Ich will von Ihnen wissen, warum Sie meinen, dass der, der gestern Abend geschossen hat, sich möglicherweise nur im Fenster geirrt hat. Bin ich so schwer zu verstehen? Das ist doch wenigstens geklärt. Das hilft ein schönes Stück weiter. Frau Basil, ich möchte Sie bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Und was soll ich da? Mir erklären, was Sie in der letzten Nacht bis 11 Uhr gemacht haben. Und wir beide sehen uns heute Abend in der Klinik wieder. Kommen Sie bitte. Hast du keinen Rechtsanwalt? Bist du verrückt? Mein Freund heißt Heiner Braungart. Und wo arbeitet er? Hier auf der Intensivstation. Als was? Als Pfleger. Wir sind seit 3 Jahren zusammen. Das hat Sie aber nicht davon abgehalten, ein Verhältnis mit Dr. Basil anzufangen. Was hat das damit zu tun? Das ist auch wieder wahr. Hat Ihr Freund die Squashstunden bezahlt? Nein. Die hat Dr. Basil bezahlt, wenn Sie es genau wissen wollen. Ihr Verhältnis zu Dr. Basil, Schwester Ursula, besteht das noch? So genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Kann Ihr Freund mit Waffen umgehen? Mit einem Gewehr? Ich verstehe Ihre Frage nicht. War Ihr Freund bei der Bundeswehr? Ja. Dann kann er auch mit einem Gewehr umgehen. Entschuldigung, aber ich weiß nicht, was sie ihm bis jetzt erzählt hat. Ich kann es nicht länger für mich behalten. Heiner Braungart ist heute Nacht gegen 10 Uhr von seinem Nachtdienst verschwunden und nicht wiedergekommen. Woher wollen Sie das wissen? Weil die von seiner Station angerufen haben und mich gefragt haben, ob er hier oben ist. Er war hier. Er war die ganze Zeit hier bei mir. Hören Sie doch auf zu lügen. Wir gehen. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Eben waren 2 Polizisten da mit einem Haftbefehl oder Vollstreckungsbefehl. Naja, irgend sowas. Deswegen ist er abgehauen. Ja. Er hätte eine Haftstrafe antreten müssen. Wegen 6.000 Mark, die er nicht gezahlt hat. Für eine Körperverletzung. Alles wegen seiner Eifersucht. Haben Sie Ihrem Mann gegenüber erwähnt, dass Sie sich scheiden lassen wollen? Ja. Sie wissen von seinen großen Schulden. Ihr Mann braucht Sie, um diese Schulden zu bezahlen. Früher hätte ich mich dafür zuständig gefühlt. Jetzt nicht mehr. Eine Katastrophe für ihn? Ja, ich nehme an. Halten Sie es für möglich, dass Dr. Gregory Ihren Mann aus dem Weg haben wollte? Ich kann mir auch bei Ihnen diese einfache Lösung vorstellen. Herr Kreis, ich bewundere Ihr Vorstellungsvermögen. Braucht man wahrscheinlich als Polizist. Aber ich bin nicht für einfache Lösungen. Nicht für so einfache. Hat Ihr Mann eine Freundin? In dem Fall deckt sich Ihre Fantasie mit der Realität. Also, wer kann Ihnen bestätigen, dass Sie gestern Abend bis zum Anruf von der Oberschwester zu Hause waren? Das ist nicht zu fassen. Sie haben doch eine Hausangestellte. Warum sollte ich meinen Mann umbringen? Na, weil Sie ihn hassen. Was wollen Sie von mir hören, Herr Kreis? Fangen Sie einfach mal an. Also gut, gut, gut. Aber gleich in der Polizistenfassung. Um 19 Uhr ist Maria gegangen. Nach Hause. Um 10 vor 10 habe ich aus unserem Waffenschrank das Gewehr genommen. Dann bin ich mit diesem Gewehr zum besagten Rohbau gefahren, gegenüber der Klinik. Von dort habe ich wann war es noch mal schnell? 22:40 auf meinen Mann geschossen. 5 Schüsse genau. Dann bin ich wieder gefahren. Nein, geflüchtet natürlich. So komisch, wie Sie glauben, ist Ihre Geschichte gar nicht. Sie können schießen, sehr gut sogar. Aber bitte nehmen Sie wieder Platz.
Brauchen Sie mich noch wegen der Tür? Warten Sie bitte noch einen Moment. Hast du das Gefühl, dass du hier mitgewohnt hast? Wer sagt dir eigentlich, dass Braungart das Gewehr in seiner Wohnung aufbewahrt? Das ist alles Intuition, Gerd, und ab und zu habe ich Erfolg damit. Warum lässt du das nicht Riedmann machen? Der kennt sich aus bei sowas. Hören Sie, ich habe auch noch was anderes zu tun. Brauchen Sie mich noch? Sie warten so lange, bis der Kollege kommt, klar. Am liebsten hätten wir dir ihn gleich mitgebracht, diesen Braungart. Die Kollegen mit dem Vollstreckungshaftbefehl geben ihn jetzt in die Fahndung. Wenn mir die Gurke da drauf geht, an dieser Geizkram. Komisch. Wie kommt so ein Typ wie Braungart an ein Gewehr? Ich besorge dir in 5 Stunden ein Gewehr Automatik, ohne Waffenbesitzgarde und ohne Spezialgenehmigung. Ich denke, du bist in dem Apartment von Braungart. Im Apartment von Braungart ist kein Gewehr. Das hättet ihr auch alleine feststellen können. Es gibt da nicht so viele Möglichkeiten in der kleinen Bude. Wenn wer was von mir will, ich bin wieder im Hause. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Wir sollten noch mal von vorne anfangen. Was ist denn nun wieder los, Walter? Geh weg, geh wieder ins Bett. Hallo, ist da die Polizei? Die Mordkommission, bitte. Und gestern haben Sie dasselbe beobachtet. Warum haben Sie uns da nicht sofort angerufen? Ich hab mich nicht getraut. Und gefragt hat ja auch keiner. Wann war das eben, Herr Correa? Das ist noch keine 5 Minuten her. Danke, Herr Correa, Sie haben uns sehr geholfen. Wir melden uns, danke. Ich hab doch gesagt, wir müssen von vorne anfangen. Die Nummer von der Einsatzzentrale. 1808. Wo Parker hin will, wird er doch wohl wissen. Ist ja nicht schwer zu erraten. Zur Klinik, zu Basil. Hol schon mal den Wagen, ich komme gleich nach. Press hier, ich brauche 10 Mann in Zivil, sofort. 5 Mann in die Kurzstraße 8 gegenüber vom Krankenhaus, wir kommen da auch hin. Die anderen 5 in die Pestalozzi-Straße 4. Alles weitere von mir über Funk. Ja, der Verdächtige ist bewaffnet. Danke, Ende. Polizei, Waffe weg! Gib mir das Gewehr. Sie sind Martin Parker. Dr. Basil hat heute keinen Nachtdienst. Er hat mein Leben zerstört. Meine Familie. Können Sie mich nicht verstehen? Ich hätte mich sowieso freiwillig gestellt, wenn ich es geschafft hätte. Ach ja. Aber die Patronenhülsen gestern, die haben Sie mitgenommen. Warum glauben Sie mir nicht? Wie geht's Ihnen? Er hat Glück gehabt. Sehr, sehr viel Glück. Ist ja fast nichts passiert. Ein Streifschuss und 2 Fleischwunden. Die Schüsse haben wir schon. Haben Sie ihn? Eine Heckler- und Koch-Automatik. Einfach dranhängen an den Anschlag auf Sie. Und den Freund Ihrer Frau umbringen. War kein guter Einfall. Muss das wirklich sein, Herr Kress? Halten Sie das, was Sie gemacht haben, für ein Kavaliersdelikt? Gehen Sie mal da runter. In dem Wagen sitzt der, der gestern Sie erschießen wollte. Martin Parker, Herr Dr. Basil. Und heute wollte er es wieder versuchen. Abführen.